Willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute dreht sich alles um die brandneue Aprilia Tuono 457, die kürzlich offiziell angekündigt wurde. Wenn ihr mehr Informationen zu einem anderen Fahrzeug wünscht, schreibt uns gerne eine E-Mail an kontakt@tuningblog.eu oder hinterlasst einen Kommentar unter dem Video mit Angabe des gewünschten Fahrzeugs. Die Aprilia Tuono 457 ist die Straßenvariante des sportlichen Aprilia RS 457, die bald offiziell enthüllt wird. Dieses Naked Bike überzeugt nicht nur mit seinem Design, sondern auch mit seinen technischen Details. Die Tuono 457 kommt mit einer neuen LED-Scheinwerfereinheit, die aus drei einzelnen LED-Lichtern besteht. Zusätzlich sind LED-Tagfahrlichter in typischer Tuono-Form integriert. Direkt unter dem Scheinwerfer finden sich aerodynamische Winglets, ähnlich geformt wie beim RS 457. Die seitliche Verkleidung der RS-Variante wurde durch eine Halbverkleidung ersetzt, wie man sie bereits bei der Aprilia RS 66 und der Tuono 66 kennt. Auch das Heck der Tuono 457 ist identisch mit dem der RS 457 und besticht durch ein LED-Rücklicht mit auffälligem Wing-Design. In puncto Sitzposition unterscheidet sich die Tuono jedoch deutlich von der RS 54. Die sportlichen Clip-on-Lenker wurden gegen einen einteiligen Lenker ausgetauscht, der etwas höher positioniert ist und so eine bequemere Sitzposition ermöglicht. Die Fußrasten sind wahrscheinlich ebenfalls weiter vorne angebracht, um eine sportliche, aber dennoch komfortable Sitzposition zu bieten. Angetrieben wird die Aprilia Tuono 457 von einem 457 Kubikzentimeter Parallel-Twin-Motor mit flüssigkeitsgekühltem Antrieb. In der RS 457 leistet dieser Motor knapp 47 PS und bietet ein Drehmoment von rund 44 Newtonmetern. Für die Tuono 457 könnte Aprilia das Motormanagement so anpassen, dass insbesondere im unteren und mittleren Drehzahlbereich mehr Power zur Verfügung steht, perfekt für den Stadtverkehr und trotzdem kräftig genug für schnelle Autobahnetappen. Unser Eindruck vom gleichen Motor in der RS 457. Er zeigt sich besonders stadttauglich und hat genügend Kraftreserven für längere Touren. Die übrigen technischen Komponenten wie der Aluminium-Zweischleifenrahmen, die USD-Gabel und das Monofederbein sowie Räder, Reifen und Bremsen werden wahrscheinlich identisch zur RS 457 bleiben. Auch in Sachen Ausstattung lässt sich die Tuono 457 nicht lumpen. Das Motorrad wird voraussichtlich mit einem farbigen TFT-Display ausgestattet sein, das wahrscheinlich Bluetooth-Konnektivität bietet. Auch Fahrmodi, Traktionskontrolle und ABS sollten aus der RS 457 übernommen werden. Die offizielle Vorstellung der neuen Tuono 457 wird vermutlich auf der EICMA 2024 stattfinden, mit einer weiteren Präsentation auf der India Bike Week 2024. Der Preis wird voraussichtlich zwischen 43.000 und 44.000 Euro liegen, nach Umrechnung aus indischen Rupien. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, damit ihr keine spannenden Neuigkeiten zu den heißesten Motorrädern verpasst.